Werden deiner Ansicht nach häufiger Leute wegen Online-Bestellungen oder wegen Real-Life-Bestellungen bestraft, also dass es nicht fallen gelassen wird? Die Polizei hat einen Brief mit einer 2 Gramm DMT Online-Bestellung von mir abgefangen. Zumindest lautet so der Vorwurf in diesem Schreiben der Staatsanwaltschaft, das ich kürzlich bekommen habe. Treue Zuschauer wissen, dass das schon das zweite Mal ist, dass man mir sowas vorwirft. Beim ersten Mal wurde das Verfahren eingestellt. Sind meine Chancen, dass das nochmal passiert, beim zweiten Mal geringer? Um das und weitere Fragen zu beantworten, habe ich ein kleines Special vorbereitet, bei dem ich einen Rechtsanwalt zu diesem Thema befrage, und zwar den David von der Kanzlei Obermenzing. Ich rate natürlich strengstens vom Drogenerwerb ab, sei es online oder offline. Dieses Video ist stets dazu gedacht, um über die juristische Situation aufzuklären und nicht irgendwie als Anleitung zur Begehung von Straftaten. Also als erstes Mal, es ist ja schon das zweite Mal, dass mir sowas vorgeworfen wird. Ist das irgendwie relevant für die Ermittlungen oder für die Entscheidung der Staatsanwaltschaft bzw. des Richters? Wenn es jetzt irgendwie schon was dran gewesen wäre an diesem ganzen Vorwurf und die sagen, wir stellen ein gegen eine Geldauflage, also sagen, die Schuld ist noch irgendwo gering anzusehen, aber wir sind schon überzeugt, dass da was hängen bleibt, ja, dann wird es natürlich beim zweiten Mal härter. Wenn es jetzt eine komplette Einstellung war, einfach weil eben die Beweislage nicht ausgereicht hat und auch nicht damit zu rechnen ist, dass da noch mehr Beweise kommen, dann funktioniert sowas auch beim zweiten Mal. Okay, also theoretisch auch fünfmal? Ja, natürlich. Ich meine, es wird irgendwann enger und enger. Ja. Aber natürlich kann das allein nicht, wenn die Beweislage einfach nicht mehr hergibt und man auch genau weiß, wo sollen wir da jetzt noch ermitteln, dann wird das so sein. Also, wenn man jetzt in so einer Situation ist, wie ich sie bin, man bekommt irgendwie den Vorwurf von Staatsanwaltschaft oder Polizei, dass eine Sendung von einem abgefangen wurde, in der Drogen sind. Wie geht man da vor? Ja, also ich gebe jetzt hier keine Anleitung, aber ich kann natürlich sagen, wie da die Chancen auch sind. Also wenn die Ermittlungsbehörden, also sprich Polizei oder Staatsanwaltschaft, jetzt hier nur diesen reinen Vorwurf haben, dass man eben Empfänger einer solchen Sendung ist, dann haben sie in der Regel noch keinen Tatnachweis, dass man auch Besteller war. Mhm. Also das ist hier das, wo man dann ganz oft, ohne dass man jetzt sagt, derjenige war es nicht oder wie auch immer, einfach darlegt, der Tatnachweis reicht hier nicht aus. Wir haben regelmäßig nur diesen Empfänger auf dem Kuvert drauf. Das könnte auch der Nachbar bestellt haben, das könnte auch ein gänzlich Unbekannter bestellt haben, da könnte man einen toten Briefkasten benutzt haben, was natürlich dann in diesen Fällen meistens zu einer Einstellung führt. Inwiefern quasi ist da der Anwalt überhaupt nötig? Weil ich kenne das auch sehr häufig von Freunden, die mit sowas zu tun hatten, und die haben eigentlich dann immer nie geantwortet und das wurde auch immer eingestellt. Ich bin jetzt auch kein Fan von, man muss jetzt sein ganzes Hab und Gut versilbern und hier einen wursteuren Anwalt beauftragen, der dessen Marketing vor allem darin besteht, dem Mandanten möglichst viel Angst zu machen. Ja. Nee, überhaupt nicht. Aber trotzdem, ich meine, es geht um einen strafrechtlichen Vorwurf. Und da ist es natürlich nie verkehrt, wenn der Anwalt mal Akteneinsicht nimmt und erst mal schaut vor einer Stellungnahme, was liegt denn überhaupt vor. Ja. Weil ich meine, blöd für denjenigen, wo sie dann nicht nur die Bestellung haben, sondern wo sie auch irgendwelche Bestellvorgänge nachweisen können. Ach so. Also da, wenn ich sowas habe, was ich da, wenn ich aus der Ermittlungsakte wirklich weitere Anhaltspunkte erfahre, ja, dann werde ich mich nicht mehr drauf stützen zu sagen, ja, einziger Verdacht, der hier vorliegt, ist lediglich der Empfänger, sondern es kann schon auch mal sein, dass es ganz anders ausschaut.
Bei mir war es ja jetzt so, dass sie mir vorwerfen, 2 Gramm DMT bestellt zu haben, weil sie eine Sendung, die an mich adressiert war, abgefangen und geöffnet haben. Und als ich gelesen habe, dass sie das gemacht haben, dachte ich mir natürlich erstmal so, what the fuck? Machen die da einfach irgendwelche Sendungen auf, schon mal was von Briefgeheimnis gehört oder sowas? Wie genau geht die Polizei hier vor? Nein, es gibt mittlerweile bei der Post vom Zoll eben spezielle Einrichtungen, die genau auf sowas Jagd machen. Und dann ist es so, dass nicht nur die Gestellungspflichtigen, also diejenigen, die sowieso vom Zoll kontrolliert werden, ob da noch Zoll drauf anfällt, werden eben in diesem Zuge sichergestellt, sondern allgemein alle Verdächtigen, die wissen durchaus, dass wenn eben aus, sagen wir, den Niederlanden oder aus Belgien so ein Plisterumschlag oder so da einflattert, ja, wo man gleich irgendwie sieht, okay, das könnten 2 verdächtige Pillen da drin sein oder sowas in der Richtung, ja, dann wird es abgefangen. Und zwar, da werden ja mittlerweile täglich Hunderte aus dem Verkehr gezogen. Mhm. Du hast ja gesagt, dass vor allem Sendungen aus Holland dann zum Beispiel in Frechen kontrolliert werden. Ist es denn bei Inlandssendungen auch so, dass da irgendwie was gibt, wo das durch die Hände des Zolls geht, oder ist es sozusagen sicherer, wenn die Sendung nur innerhalb Deutschlands ist? Also auch innerhalb Deutschlands können so verdächtige Sachen geöffnet werden, ja. Ja. Aber ja, ich meine, die Sendungen aus dem Ausland hat man wahrscheinlich mehr ein Auge drauf als bei den Inlandssendungen, ja. Wie relevant ist die Menge oder Art der Drogen, die abgefangen werden oder wo versucht wird zu beweisen, dass man das bestellt hat? Je größer die Menge, desto mehr steht man dann auch im Fokus. Mhm. Desto höher ist natürlich auch das Ermittlungsinteresse und desto leichter kann man es dann auch verantworten, dass mal doch größere Maßnahmen wie Beschlagnahme und alles drum und dran quasi, dass man durchsucht, dass man Rechner beschlagnahmt. Ja, aber nehmen wir an, sie haben nicht durchsucht und es, die haben nur 80 Gramm wurden an diese Adresse bestellt. Ist es dann genauso ein Grund, das fallen zu lassen aus der Sicht des Richters wie bei 2 Gramm? Aus der Sicht, wir sind hier ja bei der Staatsanwaltschaft noch. Die entscheidet dann ja, ob das ganze Verfahren überhaupt zum Gericht geht. Ja. Und da ist es aber so, dass wenn man jetzt angeschrieben wird und jetzt keine weiteren Ermittlungen stattfinden, nein, dann wird man auch bei demjenigen, der 80 Gramm irgendwo hier oder Empfänger von 80 Gramm hier ist, wird man genauso einstellen müssen, wenn man keine weiteren Anhaltspunkte hat. Und dann ist dann auch logischerweise auch die Art der Droge jetzt nicht relevant quasi. Da wird 100 Gramm Kokain genauso eingestellt wie 100 Gramm DMT, wenn die nichts weiteres. Ja, wenn ich keine weiteren Anhaltspunkte habe, macht ja keinen Sinn. Ja. Okay. Die nächste Frage interessiert mich sehr, und zwar werden deiner Ansicht nach häufiger Leute wegen Online-Bestellungen oder wegen Real-Life-Bestellungen bestraft, also dass es nicht fallen gelassen wird? Also das, was man als Anwalt auf dem Tisch hat, sind ganz klar die Real-Life-Bestellungen. Okay. Also es häuft sich schon diese Internetgeschichten. Wobei man da echt in der Regel gut fährt damit. Ja, kann natürlich anders, je nachdem, wenn man große Mengen bestellt, kann es auch mal ganz schlimm ausgehen. Aber ich denke, die Ermittlungsbehörden haben den Fokus auf jeden Fall an den Real-Life-Bestellungen, weil man da viel mehr Anknüpfungspunkte hat. Man tritt irgendwo als realer Mensch auf und muss irgendwo zu einem Dealer hingehen oder der Dealer kommt zu einem. Also es gibt viel mehr Anknüpfungspunkte, wo man da der Polizei auch ins Netz gehen kann. Total oft höre ich so Leute sowas sagen wie, ah nee, Darknet-Bestellungen, das rühre ich nicht an. Was, wenn da die Sendung abgefangen wird und dann bestellen sie ohne Ende halt was von irgendwelchen Freunden auf WhatsApp oder halt, dass sie Anruf tätigen oder den im Real-Life treffen. Aber eigentlich, quasi statistisch gesehen, ist das eine Methode, wo sie dich eher dran kriegen.
Also das ist die meisten Verfahren definitiv. Also die laufen eben so ab, dass man dann hinterher über irgendwelche Ja. WhatsApp-Chats das ganze Ding festmachen kann, über irgendwelche Übergaben, über irgendwelche Verkehrskontrollen, wo man was abgeholt Ja. hat und und. So Leute, jetzt wisst ihr etwas besser über dieses Thema Bescheid. Danke auch an David, dass er hier mit seiner fachmännischen Beratung zur Seite gestanden ist. Und falls ihr einen Anwalt in München sucht, habe ich auch seine Daten in der Videobeschreibung verlinkt. Es Da so ist, bin natürlich in München ansässig, aber gilt natürlich deutschlandweit. Jo, meine lieben Zuschauer, beim nächsten Mal gibt es DMT konsumieren mit einem Anwalt, da ist er auch wieder mit am Start.